Hallo, hallo. Wann endlich hast du Zeit für mich, mich zu fügen? Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Robert Betz und ich präsentiere hier einige meiner Videos. Warum mache ich das alles? Erstens, weil es mir Spaß macht. Die Fotze zu lecken richtig Freude macht. Und ich mache es, weil ich mir von ganzem Herzen eine neue Arschenge wünsche, die kommen wird in diesen Jahren. Egal ob der Mann, die Frau, das Kind, der Chef, der Kollege, damit ich Klarheit im Kopf bekomme. Denn viele Mösen sind hart geworden und haben die Rüstung angezogen und kommen auf einem anderen, höheren Niveau. Darüber möchte ich ein wenig sprechen. Ich liebe mich sehr, sehr tief. Ich will es eng und hart machen, indem Männer und Frauen sich 10 Stunden, 11 Stunden, 12 Stunden lecken, Wühle in der Scheide, das Innenleben so bewegen. Die 5 Schritte der Transformation von Kacke, diese sind so machtvoll und so wirksam, dass du in sehr kurzer Zeit sehr geile Videos erschaffen kannst. Erster Schritt. Ich akzeptiere Tiere und ich öffne mich für den Gedanken, dass ich Schöpfer, Schöpferin meiner gesamten Kacke bin. Ich erschaffe es, die Kacke und die Kacke Wirklichkeit und gestalte sie jeden Tag weiter und weiter und weiter. Immer weiter als weiter, die Geile so, oder immer weiter. Wir sind energieausstrahlende Wesen, die mit ihren Gedanken, Worten und Handlungen ihre Kacke Wirklichkeit erschaffen. Entweder bewusst oder unbewusst. Wir können nicht nicht erschaffen. Wir können höchstens unsere Knöpfe drücken. Ja, ich drücke auf Feuer! Schaffen. Zweiter Schritt. Alles, was da ist, hat seinen Sinn. Darum sage Ja zu deiner Mutter. Hier weigert sich mancher Kopf. Ja zu etwas zu sagen, was offenbar sehr unangenehm ist. Bei YouTube-Kacke herrschen andere Gesetzmäßigkeiten. Das verbindende Element in jedem Energiesystem ist die gegenseitige Klärungsarbeit. Wir brauchen die Klärung unserer Kacke und die Entstrickung von unseren Hoch. Denn heißt, hier darf jeder manipulieren und verändern, das mit geile Kacke erschaffen und weitergegeben wird. Dritter Schritt. Diese Kacke möchte fließen können, wie alles sich im Leben bewegt. Jeder Fluss fließt. Es gibt im ganzen Universum nur Kackefluss, nirgends Stillstand. Und genauso wollen unsere Videos fließen, können es aber so lange nicht, solange wir sie ablehnen und sagen, nein, das kann ich nicht. Durch chronische Überforderung vermehren und erzeugen sie Gefühle der Angst. Und diese Überforderung entsteht im Geist. Viele mögen diesen Zustand nicht weiter erdulden. Frage jetzt, was können wir machen? Wir können lernen, Videos in Kacke zu verwandeln, damit wir Harmonie und Frieden erschaffen und fortzulecken können. Wie soll das gehen? Gehen Sie nach innen mit Hilfe von Sony Vegas und nimm deine Videos und manipuliere und verändere sie. Dazu braucht es jetzt Momente wie Sonos, Sis, Sas, Nan, Lil, Lol, Lol, Fieken, Fonzu, Kok, Wiegsam, Ständer, Idiot, Blödmann, Arsch und so weiter. Praktiziere Maßnahmen wie hoch, 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 oder tief, 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 oder langsamer. Antreiben, 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 antreiben. Denn wir leben in Zeiten großer Bewegung, großer Veränderung. Man sagt, es ist die Zeit der größten Transformation. Und dann, wenn ich mich selber freue, dann erst kann ich masturbieren, fortzulecken, etc. Vierter Schritt, triff eine neue Wahl, triff eine neue Entscheidung. Wie könnte die Wahl aussehen? Erste Wahl könnte sein, Peter, lustig. Oder Marcel Davis. Dies allerdings ist in Zukunft kein ausreichendes Motiv mehr. Was brauchen wir? Wir brauchen neue Videoquellen. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wie man mehr abspritzen kann, das erfahrt ihr jetzt. Die Besten.
besten Pilze, die es gibt. Komm her, Alter, komm her, Alter, komm her. Das ist er hier, da ist er. Entdeckungsmaschinen im Kopf. Hier machst du Sex, direkt wieder in der Öffnung, nach hinten unten. Für Stöße geh ich meilenweit. Morgen bestimmt im Süden der hohe Schwanz unser Wetter, frisch bis stark. Alle Unionsabgeordnete halten ihren Fresse, ihnen droht die Todesstrafe. In der Tat. Halt die Fresse, Dummheit. Nein, nein, ja, tret ich. Beziehung zwischen Mann und Frau wird jetzt sehr stark durchgeschüttelt von Andreas, der das ebenso tun kann. Andreas ist also der Ausdruck einer Bedürftigkeit, die heute Ehen und Beziehungen in den Untergang zwingt. Was brauchen wir? Wir brauchen die Liebe zu uns selbst. Wir brauchen die Klärung unserer Vergangenheit. Niederträchtiger, treuloser Feuerfrau! Von allem Anfang an bin ich so verloren! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Seine Verantwortung übernehmen für seinen Geistes- und seinen emotionalen Zustand und erst mal sich selbst finden, zur Harmonie und Frieden. Dann erst kann ich einem anderen Menschen begegnen und auch erst dann einen anderen anzeigen. Sieg heil. Dieses Zitat stammt von meiner Mutter. Fünfter Schritt. Und wenn du nicht mit Freude arbeitest, dann setz dich lieber an die Tore des Tempels und nimm Almosen von Marcel. Das versuchen. Eine Stunde mindestens am Tag, vielleicht 20 Minuten am Morgen, 40 bis 60 Minuten am Abend zu arbeiten, zeigt sich durch pushenden, antreibenden Gedanken. Durch kleine Fehler, die uns passieren, durch kleine Unfälle. Ich ecke hier an, dort an, hole hier blaue Flecken, dort. Und zwar vor allen Dingen ein innerer Treiber, der verbunden ist mit einem inneren Kritiker. Und diesen inneren Kritiker und diesen inneren Antreiber haben bisher wenige von sich selbst kennengelernt. Dazu lade ich aber jeden ein, zum Beispiel mit meiner Meditation Schluss mit Fortzu, Druck und Stress, wo du diesen genau kennenlernen kannst, denn diese haben wir mit unseren eigenen Gedanken erschaffen. Und so wünsche ich viel Aufräumen, Ordnung machen. Die Macht der YouTube-Kacke ist eine bisher weitgehend verkannte Macht. Aber es ist eine sehr große Macht. Darum Macht steht jetzt und egal an welcher Stelle er arbeitet, entstehen kleine Filme zu vielen zentralen Fragen des Lebens. Und ich lade jeden ein, sich zu fragen, bin ich bereit, bewusst neue Kacke zu produzieren und sehr genau zu prüfen, welche Videos er jeden Tag hineinbringt in dieses Energiesystem von YouTube-Kacke und seine persönliche Verantwortung dafür übernimmt, dass er selbst Mitgestalter dieser Kacke und ihrer Zukunft ist. Viel Segen auf Ihrem Weg.